Hallo, Jungs. Er ist es. Ist alles wegen dir, du Arsch! Du solltest uns aus der Stadt rausbringen! Ja. Und dann habt ihr euch fangen lassen. Du hast uns verarscht! Mal langsam, Joe. An seiner Stelle würdest du dich auch um dich selbst kümmern. Du musst Joe entschuldigen. Er hat einiges durchgemacht. Die Peacekeeper haben Methoden für Leute wie uns. Sie sagen, es gebe keinen Strom, aber irgendwie finden sie eine Batterie, die sie an deine Eier anschließen können. Klappe! Halt die verdammte Klappe, Jack! Ich würde dich zum Tee einladen und in Erinnerungen schwelgen, aber deinetwegen sind wir hier. Also verpiss dich gefälligst und lass uns hier verrotten. Genau, verpiss dich! Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Es tut dir leid? Was sollen wir uns denn dafür kaufen? Was meinst du mit was? Joe, du Idiot. Der Pilger kann uns noch retten. Wie kann ich euch retten? Wir sind hier höllisch dehydriert. Sie geben uns nichts zu trinken. Ich ertrag das, aber Joe hilft, das Leiden meines Freundes zu lindern. Sei ein Mensch. Dabei geht es wohl nicht um frisches Wasser, stimmt's? Oh, wir hätten so Bock auf selbstgebrannten Killian. Killian machte den besten. Wir hatten immer eine Flasche für schlechte Zeiten. Ja, Killians legendärer, selbstgebrannter Gastrap Butterfly. Würdest du uns den bringen, ha? Also gut, wo ist dieser selbstgebrannte? Es liegt kühl in einem sicheren Wasserturm in Old Villador. Der Code zum Safe ist 14... 14... 8... Nein, nicht 8, ich glaube 9... Verdammt nochmal, Jack! Der Code ist das Jahr, in dem Amerika entdeckt wurde. Ja, ruhig, Joe. Ganz ruhig. Ja, genau, dieses Jahr. So wie wir Killians Selbstgebrannten entdeckten, entdeckte einst jemand Amerika. Oh, ja... Okay. Du schaffst das, Aiden. Okay, also das Entdeckungsjahr von Amerika. Ich werde es mir merken. Beeil dich, okay? Wer weiß, für wann unsere Abschiedsparty angesetzt wurde. Mann, ich hasse meinen Job. Ich schätze aber, dass es mir... Ich hörte, die Abtrünnigen haben eine Gruppe Kinder getötet. Hältet diese Monster auf. Thank you.
Fitz, bist du... Oh, tut mir leid. Ich dachte... Du bist Daisy, oder? Ist noch jemand hier? Paul hat mich Ich hab mein... Verflucht. Auch wenn das anfangs ein freundliches Treffen war, am Ende war es das nicht mehr. Banditen, keine Plünderer. Seltsam. Das? Eine Karte mit einer Notiz? Sieht aus wie ein Hinterhalt. Zeit bei Francis vorbeizuschauen. Vielleicht hat er ein paar Antworten. Schon mal nach mir die Kette.
Niederlassen. Jetzt, da der Strom wieder geht. Das ist schön. Was ist das für ein Lied? Oh, ein sehr altes. Wo ich herkomme, singen die Frauen, damit ihre Männer sicher von der See zurückkehren. Du hast also für jemand Bestimmten gesungen? Für meinen Verlobten. Auch wenn er nie mehr zurückkehrt. Er ist bei der Bombardierung der Stadt gestorben. Ah, das tut mir leid. 11 Jahre ist es her und ich denke immer noch an ihn. Ich fühle mich, als hätte mich jemand verflucht. Sogar, dass ich heute hier bin. Liegt an ihm. Warum das? Bitte lach nicht. Nein. Vor der Evakuierung habe ich in einem Safe in meinem Büro ein paar Andenken versteckt. Ich dachte, wenn ich sie zurückbekommen könnte, dann suchen mich alle diese alten Gedanken nicht mehr heim. Andenken an ihn? Ja, Briefe. Sie sind sehr persönlich. Leider ist dieses Bürogebäude jetzt eine komplette Ruine. Ich müsste fliegen lernen, um dort hineinzukommen. Ich kann dir helfen. Das könntest du tun? Es ist das Bürogebäude dort drüben. Und der Safe? In meinem Büro, oben, in der Personalabteilung. Dreh den Knopf 2-mal nach rechts, 1-mal nach links, dann noch 1-mal nach rechts. Verstanden? Das kann ich. Es ist lieb, dass du mir hilfst. Aber ich weiß noch nicht einmal, wer du bist. Na, mein Name ist Aiden. Und ich bin Charlotte. Danke, Aiden. Na, das ist gar nichts. Warte hier auf mich. Thank you.
Ich sag's euch, die Kristalle sind noch irgendwo da drauf. Jack und Joe würden zu passen. Wir nennen mehr. Es ist wahr. Ich wüsste lieb gern, was die andere Freude ist. Was denkst du denn? Der süße Nervenkitzel des Glücksspiels natürlich. Ach ja? Was spielst du denn? Im Moment nur langweilige Kartenspiele, wenn der Chef nicht hinsieht. Es ging viel wilder zu, als die Nightrunner noch hier waren. Siehst du diesen Gebäudekomplex? Dort war eine Parcoursstrecke. Ein vorwitziger Typ namens Hagan oder so ähnlich, hat so die Fertigkeiten der Rekruten mit dem Wurfhaken getestet. Da gab's wirklich abgefahrene Stunts zu sehen. Lass mich raten, du hast mit deinen Kumpels gewettet, wer zuerst auf dem Arsch landet. Ganz genau. So, so. Du weißt also, wie man Spaß haben kann. Ich mag dich. Hey, weißt du was? Wie wäre es, wenn wir mal wieder für etwas Spannung sorgen? Wie meinst du das? Ob du es glaubst oder nicht, einige Rekruten haben die Parcoursstrecke tatsächlich bis zu Ende geschafft. Einige hatten geradezu irrwitzige Fertigkeiten. Warum testest du dich nicht selbst und schaust, ob du die Zeiten der anderen schlagen kannst? Ich könnte dann Wetten von den Jungs entgegennehmen. Win-win, nicht? Hey, Kumpels, raus mit den Geldbeuteln. Hier gibt es gleich ein bisschen Action. Läute einfach die Glocke, sobald du bereit bist. Sie ist ein wenig staubig, wie du sehen kannst. Ich hab mich mitreißen lassen. Ich hab weggeschaut, als Jack und Joe den Turm einnahmen. Ich hab ja keinen Befehl, dass ich hinschauen sollte. Ich sah die Kinder in Tauch und Blätter und alte Fliegen. Come on.
etwas tun, was alles vorbereitet ist. Jetzt bist du tot!
Freunde von dir? Was willst du? Daisy und Paul haben mich geschickt. Ich suche nach Fitz und seinem Team. Sie sollten sich mit euch treffen und sind nicht zurückgekehrt. Okay. Sieht also übel aus. Aber ich lege meine Waffe nieder, okay? Das ist alles die Schuld meines wahnsinnigen Bruders Avery. Fangen wir dort an. Er würde alles tun, mit jedem, um zu bekommen, was er will. Auch mit mir, seinem eigenen Bruder. Als also dieser Junge, Fitz, aufgetaucht ist, habe ich eine Chance gesehen, mich von Avery zu befreien. Ich habe Fitz genau beschrieben, was für ein Monster mein Bruder ist. Und er hat sich sofort bereit erklärt, mir zu helfen, Avery umzulegen. Also die Leichen am Larrabee. Averys Jungs, mein Bruder ist jedem gegenüber wahnsinnig. Also haben wir ihm die Chance gegeben, sich uns gegen Avery anzuschließen. Die Toten, die du gesehen hast, diejenigen, die abgelehnt haben. Der Rest von uns ist drüber zum Metropol Tower. Da drüben, dort hat sich Avery verkrochen. Fitz hat die Spitze übernommen. Ich habe ein paar Männer zur Rückendeckung hier behalten. Aha. Und wo sind Fitz und sein Team jetzt? Sie sind von Averys Truppe gefangen genommen worden. Sie haben Fitz lebend gefangen. Ich wollte ihn nicht im Stich lassen. Nicht nach dem, was er gemacht hat. Aber jetzt, da meine Männer tot sind, weiß ich nicht, was ich noch tun kann. Bist du sicher, dass Fitz noch lebt? Als ich ihn zuletzt gesehen habe, schon. Und mein Bruder mag seine Opfer bei Bewusstsein, wenn er sie foltert. Ich gehe jetzt rüber zum Wolkenkratzer. Wenn Fitz tot ist, bist du es auch bald. Warum soll ich schuld sein? Er wollte es doch. Seine arme, verletzte Mutter.
Aber es wird nicht reichen. Jeder weiß, er braucht einen. Gott sei Dank haben sich wenigstens die Erbsen gut entwickelt. Das liegt daran, dass sie vernünftig gepflanzt wurden. Ohne dich hätte ich nicht gewusst, wie man das macht. Tja, jetzt weißt du es. Hemmstoffbehälter erkannt. Warte. Ein Infizierter hat ihn erwischt. Geschieht ihm recht. Das fordert er das Schicksal so heraus.
guter Junge, was, Chef? Als ich diese blauen Äuglein gesehen habe, dachte ich gleich, flennt er wie ein Baby. Naja, er hat mir nichts erzählt, was ich nicht schon wusste. Francis hat ihn geschickt. Nimm's mir nicht übel, Chef, aber dein Bruder hat sie nicht alle. Was du nicht sagst, Sherlock. Er hat Jahre darauf gewartet, diese Nummer abzuziehen. Wir schnappen ihn und die Reste seiner Gruppe schon früh genug. Es ist niemand übrig. Wir haben sie alle getötet. Na, Avery, genau nach dir habe ich gesucht. Na, noch einer von Francis' Todesengeln. Schon lange hier? Lange genug, um zu wissen, dass du einen Jungen zu Tode gefoltert hast. Weißt du, er hat mich angegriffen. Hab den Jungen noch nie vorher gesehen. Und die Folter? Nun, das ist nur so ein Hobby von mir. Sein Fehler, mich zu provozieren. Was für eine Scheiße. Zumindest über dich hat Francis nicht gelogen. Du bist in ihr Territorium einmarschiert und Fitz wollte nur reden. Was ist passiert? Wahrscheinlich Francis. Dann um die Wahrheit zu sagen, ich war bereit zu reden. Ich habe einen Mann mit einer Karte geschickt, um eine vernünftige Teilung des Gebiets vorzuschlagen. Und das Nächste, an das ich mich erinnere, ist dieses verrückte Kind vor meiner Tür. Mein Bruder hat ihm was ins Ohr gesetzt. Sowas macht er andauernd. Ja, ich bin also Francis Plan B, um dich zu töten. Und wie bei Fitz fällt nichts auf ihn zurück, wenn du mich zuerst tötest. Ja, aber eins hat er vergessen. Was ist, wenn wir miteinander reden? Vielleicht sollten wir ins Geschäft kommen. Geh zurück und töte ihn. Und ich verzichte darauf, meine kleine Vorliebe nächsten Sandir auszuleben. Und ich lasse Daisy und Paul wissen, dass das hier jetzt mein Revier ist. Und zwar alles. Aber das ist nicht mehr dein Revier, Avery. Warst du zu beschäftigt, um das zu merken? Dein Lager ist weg. Du und deine Wachen sind die letzten Überlebenden. Carlo, Status? Carlo, bitte komm! Ich mag dich, Junge. Du hast echt Eier. Und die schneide ich dir ab und serviere sie dir zum Frühstück! Du! Stopp! Diese Leiche sollte ich mir anschauen. Horusauge? Verflucht. Das muss Fitz sein. Sieht nach einem qualvollen Tod aus. Zeit, dass Francis dafür blutet.
wollte Zucchini-Setzlinge kaufen. Aber die Preise sind so hoch. Hemmstoffbehälter erkannt. Stoffbehälter erkannt. Niemand. Ihr müsst mich gehen lassen. Aiden, du bist zurück. Hast du es geschafft? Ich meine, ich bin so froh, dass du wieder hier bist. Puh. Fitz, geht es ihm gut? Alle sind tot, genau wie du es wolltest. Fitz und Avery eingeschlossen. Zeit, dass du dazukommst. Warte kurz. Wenn Avery fort ist, dann bin ich jetzt der Chef. Du hast mir einen Riesengefallen damit getan, seine Männer zu töten. Keiner kann mich aufhalten, die Macht zu übernehmen. Und bestimmt nicht Daisy oder Paul. Und todsicher nicht du. Hier haben wir das Sagen. Ende. Erstickt das Arschloch. Hier haben wir das. Hier haben wir das Sagen. Ende. Das ging aber schnell mit Waffen. Du bist nur eine Kerl. Mein Gott, das Muttersöhnchen hat ruhig gern wie ein Schwein. Hier haben wir das. Hier haben wir das.
Francis und Avery sind tot. Genauso wie Fitz. Ich gehe besser zurück zu Frank. Paul werden die Neuigkeiten nicht gefallen. Und die arme Daisy. Scheiße. Seine Laune der Umstände. Wusste ich's doch. Wie geht's dir, Kumpel? Hat Daisy es zurückgeschafft? Ich sehe sie nicht. Sie ist zurück. Sie ruht sich aus. Wo ist Fitz? Er ist tot. Francis hat ihn gelingt. Er und dein Team wurden dazu verleitet, Avery anzugreifen. Warte, was? Fitz? Das ergibt keinen Sinn. So ist er nicht. Francis nutzte Fitz' Liebe zu seiner Mutter und die Tatsache, dass sie verletzt wurde, aus, um ihn aufzuhetzen. Dann hat Avery ihn gefangen und zu Tode gefoltert. Armer, dummer Junge. Hat sich umbringen lassen, nur weil er seine Mutter geliebt hat. Verfluchte Scheiße. In Ordnung. Okay. Was ist mit dem Rest des Teams? Martha? Snorri? Mehmet? Sind sie auch tot? Ich habe sie selbst nicht gesehen, aber ich wüsste auch nicht, wie sie hätten überleben können. Nun, sag mir zumindest, dass Francis und Avery tot sind. Du hast sie erwischt, oder? Ich habe mich um beide gekümmert. Sie sind keine Gefahr mehr für euch. Alle diese Menschen tot. Und wir wollten nie kämpfen. Ach, was für ein verfluchtes Chaos. Was zur Hölle mache ich jetzt? Tröste Daisy, betrauere deine Freunde und dann mach weiter mit deinem Leben. Hier ist die versprochene Belohnung. Für irgendjemand musste ja was Positives dabei rausspringen. Warum also nicht für dich? Ich muss jetzt mit Daisy wegen Fitz sprechen. Nicht unbedingt ein Gespräch, das ich gern führe. Aber sie muss es erfahren. Schnell. Zumindest sind die Mörder ihres Sohnes tot. Sowas nennt man wohl einen schwachen Trost. Naja, das muss jetzt eben reichen. Scheiße. Danke, Aiden.